Hallo, Herr Pfeiffer. Wir hatten ja gerade die EdgeTech, in der Sie auch Sprecher waren. Und jetzt habe ich Sie sozusagen nochmal schnell backstage erwischt, bevor alle auseinanderlaufen. Wie war es dann? Was hat Ihnen gut gefallen? Was kann man das nächste Mal vielleicht noch besser machen? Herr Dr. Ried, erst einmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, auch schon zum zweiten Mal dabei sein durften wir von WAGO. Das hat mir besonders gut gefallen. Das war tatsächlich der rote Faden. Also ich hatte auch die Chance, tatsächlich während der ganzen Veranstaltung dabei zu sein, die A sehr hochwertig war und B viele verschiedene Aspekte vereint hat. Dennoch war ein klarer roter Faden da, was das Kontinuum Cloud und Edge angeht. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ja, klasse. Das ist schön zu hören. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben, sozusagen, nicht nur irgendwie Vorträge zusammenzusammeln, sondern wirklich auch mit jedem Vortragenden vorher gesprochen, wie passt das zusammen, was für Erfahrungen muss man noch beitragen. Und so war es dann, glaube ich, eine ganz tolle Mischung aus Erfahrungen und Use Cases und auch vielem technischem Background. Ja, ganz sicher. Was wünschen Sie sich für das nächste Mal? EdgeTech und IoT-Plattformkonferenz läuft ja weiter, erfolgreiche Formate. Was für Themen brennen Ihnen noch unter den Nägeln? Ja, wir haben ja echt erlebt, dass es vom reinen Datensammeln hingeht. Zum Cloud, ja nicht zum Cloud, zum Edge Management, zum Deployment von Containern und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, wir hatten heute schon heterogene Teilnehmerfeld, denke ich, aus unterschiedlichen Fachbereichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die IT als solches, die Unternehmens-IT, noch stärker abholen können. Wir waren jetzt sehr von der Automatisierungstechnik kommend. Selbst AWS hat Shopfloor-Automatisierungstechnik, die Connectivity und die Edge-Thematiken angesprochen. Also es war, sage ich mal, sehr OT-lastig. Ich glaube, wenn wir die IT noch mehr abholen, dann bekommt die EdgeTech noch ein runderes Bild. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir festgestellt haben, dass oft ja die IT in den Projekten natürlich sehr intensiv mit einbezogen wird und da ja doch verschiedene Welten aufeinandertreffen. Ich glaube, das wäre noch was für die Veranstaltung. Ja, super. Das nehme ich gerne mit als Feedback. Und ich glaube, das ist schon ein Cliffhanger für die nächste Veranstaltung. Und damit bedanke ich mich fürs Feedback und für alle, die es nicht geschafft haben dieses Mal oder noch nicht genau wissen, ob sie sich das nächste Mal anmelden, würden Sie sagen, es lohnt sich? Definitiv. Also es werden unterschiedliche Fachbereiche und Stakeholdern aus dem Blickwinkel der Endkunden abgeholt, der Betreiber hinterher von Cloud- und Edge-Technologie zum Beispiel in der Produktion. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, weil halt die unterschiedlichen Bereiche abgeholt werden. Herzlichen Dank, Jürgen Pfeiffer. Danke Ihnen, Herr Ried.